heute über den Anhalteweg. Der Anhalteweg setzt sich zusammen aus dem Reaktionsweg und dem Bremsweg. Danke. Also Julia und die Jessica haben uns bereits die Formel verraten für den Anhalteweg. Ich werde kurz notieren. Zuerst natürlich, wo hat man einen Anhalteweg? Man fährt Annahme mit dem Auto und sieht ein Hindernis. Und da wäre es nicht schlecht, wenn man bremst und man bleibt nicht sofort stehen. Das Leben ist ein Becher voller Überraschungen. Also Annahme, man sieht ein Hindernis und dann bremst man. Und man bleibt nicht sofort stehen, sondern man hat, oder man legt eine gewisse Strecke zurück, das ist der Reaktionsweg. Das ist der Weg, den braucht man, damit das Hirn die Information verarbeitet. Halt, Hindernis. In dieser Zeit legt man ja ungebremst Weg zurück. Erst dann steigt man auf die Bremse. Bleibt auch nicht sofort stehen. Das ist dann der Bremsweg. Also, wir sind mit dem PKW unterwegs auf einer österreichischen Autobahn mit dem Tempolimit 130 km pro Stunde. Ja, also wir fahren genau 130 km pro Stunde. Das heißt, unsere Geschwindigkeit 130 km pro Stunde rechnen wir zuerst um in Meter pro Sekunde. Haben wir in einem vorigen Video bereits lange erklärt, geht auch schneller. Von Kilometer pro Stunde zu Meter pro Sekunde dividiert man einfach durch 3,6. Das heißt, wir müssen 130, die wird durch 3,6 dividieren, dann bekommen wir Meter pro Sekunde heraus. Nebenrechnung, 130 dividiert durch 3,6 ist gleich dasselbe wie 1300 dividiert durch 36. Somit haben wir eine Geschwindigkeit von 36,1 Meter pro Sekunde. Danke! Gut, das Anhalt für die Reaktionszeit wird oft eine Sekunde angegeben. Und mit dieser werden wir jetzt rechnen. Anhalteweg bezeichnen wir als S in Klammer A. Ist gleich der Reaktionsweg. Der setzt sich zusammen eben aus V mal T plus V Quadrat durch 2a. Reaktionsweg, Bremsweg. Zum Reaktionsweg können wir bereits einsetzen. Unsere Geschwindigkeit in Meter pro Sekunden sind 36,1 Meter pro Sekunden mal der Zeit, wie bereits erwähnt, eine Sekunde. Mal eine Sekunde. Gut. Jetzt kommen wir zum Bremsweg. Das ist eine komplett Orgelformel, werden wir jetzt auch nicht herleiten, ihr nehmt sie so hin, wie sie ist. Wir setzen ein in diese Formel 36,1 zum Quadrat gebrochen 2a. Was ist jetzt dieses a? A gibt mir eine Beschleunigung bzw. eine Verzögerung beim Bremsen an und hat die Einheit Meter pro Sekunde Quadrat.
Also wir nehmen an, trockene Fahrbahn, warm, keine Probleme. Dann sagt man, man bremst mit 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Diesen setzen wir jetzt in unsere Formel ein. Also unser Anhalteweg, das A ist gleich 36,1 Meter pro Sekunde mal eine Sekunde plus 36,1 zum Quadrat gebrochen. 2 mal A ist 2 mal 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Wunderbar. Jetzt werden wir dies berechnen. S von A ist gleich 36,1 mal 1 ergibt was, Herr Fink? 36,1 mal 1. Ja, richtig. 36,1 Meter. Gut. Plus 36,1 zum Quadrat werden wir wieder berechnen. Das ist nichts anderes als 36,1 mal 36,1 gibt 1303,21. So, das setzen wir ein in unserer Freude. 1303,21 V zum Quadrat werden auch die Einheiten zum Quadrat genommen. Meter Quadrat durch Sekunden Quadrat gebrochen unsere 20 Meter pro Sekunde Quadrat. So, die nächste Nebenrechnung werden wir auf der linken Seite vollführen. Wir haben 1303,81 gebrochen 20 ist nichts anderes als 1303, und das kommen wir lassen einfach weg, gebrochen 2000 ist gleich. Das reicht. Wir haben jetzt also für unseren Anhalteweg einen Reaktionsweg von 36,1 Meter plus 65,16 Meter Bremsweg. Natürlich addieren wir das jetzt mit unserer dritten Nebenrechnung. 36,1 plus 65,16, 62,11 bleibt 1, ist 10. 101,26 Meter. Was bedeutet das? Wenn jetzt dieses unvorhergesehene Hindernis vor uns näher als 101,26 Meter auftaucht, dann greift die Karosseriebremse. 1 cm näher ist nicht so schlimm, das macht die Stoßstange, 3 cm auch noch. 50 cm, ein halber Meter, tut weh. Okay, trockene Fahrbahn. Der Fahrer ist nüchtern, ausgeschlafen, hat eine Freisprecheinrichtung, was auch immer. Was passiert, wenn die Reaktionszeit nicht eine Sekunde beträgt, sondern 2 Sekunden oder 3 Sekunden? Es wird jeweils um 36,1 Meter mehr. Das heißt, würden wir bei unserem Beispiel telefonieren, unausgeschlafen sein, betrunken sein, was auch immer,
und würden dadurch eine Sekunde länger zum Reagieren brauchen, würden wir auf 137,36 Meter Bremsweg, Anhalteweg kommen. Wie eben gehört, fahren Sie aufmerksam und vorsichtig. Erst.